Hi und willkommen zurück zu Kurz erklärt zum Thema Sustainability. Ich bin Alina, vielleicht kennt ihr mich ja noch aus den letzten Videos zu den Sustainability-Studiengängen. Heute tauchen wir etwas mehr in die Materie ein und sprechen zu Themen, die euch im Studium erwarten können. Wenn man sich ein Produkt anschaut, dann betrachtet man am Ende ja eigentlich nur den Endzustand. Aber dahinter steckt ja noch viel mehr. Nur weil ein Produkt also am Ende nachhaltig wirkt, kann das sich entlang der Lieferkette noch ganz anders herausstellen. Wurde das Produkt unter fairen Bedingungen hergestellt? Gab es nachhaltige Transportwege? Wie sehen die Transportwege generell aus? Das alles bleibt meistens etwas offen. Meistens stellen sich also Lieferketten vor allem gegenüber den Konsumenten als recht undurchsichtig heraus. Entweder berichten Unternehmen kaum darüber oder ihnen sind selbst die Produktionsverhältnisse ganz weit unten in der Lieferkette unbekannt. Um diesem Unwissen entgegenzuwirken, braucht es also viel mehr Transparenz entlang aller Lieferketten, um so für gewisse Klarheit zu sorgen. Wie kann man für solche Transparenz sorgen? Beispielsweise durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Dieses Gesetz sorgt sich um die Einhaltung der unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, also von der Gewinnung der Rohstoffe bis hin zum eigentlichen Endprodukt. Dabei sollen global gesehen Menschenrechte sowie die Umwelt geschützt werden. Das geschieht durch vordefinierte Sorgfaltspflichten, die sich nicht nur auf die eigene Produktion, sondern auch auf unmittelbare sowie auch mittelbare Lieferanten beziehen. Die Verantwortung endet also nicht mehr am eigenen Werkstor. Was muss ein Unternehmen also alles laut diesem Gesetz machen? Sie müssen Risiken definieren und auch priorisieren. Sie müssen eine Grundsatzerklärung abgeben. Verstöße gegen Rechte sollen vermieden oder generell minimiert werden. Sie sollen einen Beschwerdekanal einrichten und es muss eine regelmäßige Berichterstattung erfolgen. So komplex das Ganze auch sein mag, natürlich ist es nur ein Teil vom Sustainability Management. Im nächsten Video schauen wir uns eine andere Sphäre an, und zwar die Zielsetzungen, und sprechen über die 17 Sustainable Development Goals. Bis dann!